Es geht um das Bitbook. Kommt Licht ins Dunkle bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025? Und Aktionscamp von Fridays for Future. Wie kommen die Proteste bei der Bevölkerung an? Guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin aus Hannover. Hannover bewirbt sich um den Titel der Kulturhauptstadt 2025. Das sollte bekannt sein. Im sogenannten Bitbook wird die Strategie der Bewerbung nun endlich deutlich. Lange wurde gerätselt und am Donnerstag war es soweit. Es wurde im Sprengelmuseum vorgestellt. Willkommen, liebes Bitbook. Das Bitbook hat ein eindrucksvolles Cover. Es lässt eingebaute Buchstaben von Hannover und die das Kunstwerk ausmachende Agora erkennen. Die Agora ist eine Art Versammlungsplatz im antiken Griechenland und eines der Hauptmerkmale des Werks. Im Mittelpunkt stehen 38 Fragen, deren Beantwortung auf kreative Weise umgesetzt wird. Der verantwortliche Designer Sebastian Peetz stellt uns das Bitbook vor. Die große Inspiration war natürlich die Vorgabe durch den Roman von Juan Guse und gleichzeitig die Fragen, die 38 Fragen, entlang derer wir überlegt haben, wie können wir die Doppelseiten gestalten. Beim Titelbild war schnell klar, es muss irgendwas Aufregendes sein, was Einmaliges, was Unerwartetes. Denn wir haben ja 8 sehr gute Bewerberstädte, die unsere Mitstreiter sind in Deutschland und möchten natürlich den Titel bekommen. Und das auch gleich auf erste Sicht. Gestaltungsspielraum hatten wir 100%, das heißt, wir hätten auch eine weiße Seite kreieren können. Sebastian Peetz weiß die Arbeit mit dem Team hinter dem Bitbook zu schätzen. Man könnte meinen, bei der Erstellung eines solch aufwendigen Werks verliert so mancher den Zeitplan aus den Augen. Doch im Gegenteil. Wir hatten einen sehr guten Zeitplan von Anfang an, sehr gute zeitliche Vorgaben und mit dem Rathaus eine wunderbare Struktur. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt Stress, wir waren immer zu gut in der Zeit. Wir hatten eine richtig tolle Zeit. Eine Besonderheit des Bitbooks ist die Verwendung des Papiers. Damit hat es nämlich eine ganze Menge auf sich. Es stammt aus Schweden und ist mit allen Umweltsiegeln das umweltfreundlichste Papier der Welt. Eine im schwedischen Småland ansässige Fabrik stellt das Papier auf eine Weise her, die überschüssige Hitze für Warmwasser im Dorf nutzt. Alle entstehenden Reste werden zu Biokraftstoff verarbeitet. Dies ist jedoch nicht der einzige nachhaltige Aspekt des Bitbooks. Eine eingefügte Mappe zur städtischen Finanzplanung druckt Peetz auf Papier aus recycelten Coffee-to-go-Bechern. Nächste Woche Montag wird das Bitbook bei der Kulturstiftung der Länder in Berlin abgegeben. Wir drücken die Daumen. Und jetzt Sören Köpke mit den Nachrichten des Tages. Neue Brücke. Am Freitag, den 27. September, eröffnete Stadtbaurat Uwe Bodemann eine neue Rad- und Fußwegbrücke an der Hardenbergstraße. Die bisherige Holzbrücke war über 40 Jahre alt und an verschiedenen Stellen durch Fäule beeinträchtigt. Die neue Brücke wird mit seiner besonderen Geländergestaltung seinem Standort am Eingang des Marschparkes gerecht. Ein rutschfester Belag soll die vielbefahrene und betretene Brücke auch bei schlechter Witterung sicher machen. Insgesamt hat der Neubau die Stadtkasse rund 600.000 Euro gekostet. Protest gegen Fallenjagd. Die Tierrechtsorganisation PETA protestierte am Freitag vor dem Landesministerium für Landwirtschaft. Mit der Aktion wollten die AktivistInnen auf die Fallenjagd aufmerksam machen. Diese wird von den TierrechtlerInnen als unnötige und grausame Praxis bezeichnet. Tiere wie etwa Füchse, Marder oder Waschbären gerieten in die Fallen und verendeten in einem oft langen Todeskampf. Die PETA-Kampagne organisiert Proteste gegen die Fallenjagd in 13 deutschen Städten und fordert den Verbot der Fuchsjagd und des Einsatzes von Fangeisen. Der Eingang zum Stadtfriedhof Stöcken ist neu gestaltet worden. Im Nordwesten des Geländes ist gegenüber der ehemaligen Corvinuskirche der neue Eingang entstanden. Am Donnerstag, den 26. September, war es soweit. Der Zugang wurde feierlich dem Stadtteil übergeben. Der Stadtfriedhof Stöcken ist seit 1891 letzte Ruhestätte und beherbergt über 17.000 Gräber. Und jetzt geht's ums Organspenden. Auch in der vergangenen Zeit riss die Debatte um Organspenden aufgrund der Widerspruchslösung nicht ab. Nach der soll in Deutschland nämlich jeder automatisch als Organspender gelten, solange er dem nicht ausdrücklich widerspricht.
Bislang war es üblich, dass viele einen Organspendeausweis mit sich tragen. Die Organspende ist ja allgemein bekannt, aber was hat es mit der Gewebespende auf sich? Unter anderem werden in der Medizinischen Hochschule Hannover Gewebe aufbereitet. Nathalie Schwertner hat dabei zugesehen, doch für sensible Gemüter ist ihr Beitrag nur bedingt geeignet. Jeder kennt ihn, aber nicht einmal 30% in Deutschland haben ihre Entscheidung darauf dokumentiert. Der Organ- und Gewebespendeausweis. Dass ein Mangel an Spenderorganen herrscht, mag unter anderem an der Unsicherheit in der Bevölkerung liegen. Wie werde ich Spender? Was kann ich überhaupt spenden? Und was passiert mit meiner Spende? Antworten darauf gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation. Mein Name ist Romy Richter. Ich arbeite bei der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation in Hannover und betreue die Medizinische Hochschule in der Gewebespende. Jeden Morgen bekomme ich von der MHH, die ich betreue, die Meldungen der Verstorbenen und schaue dort nach, ob ich Kontraindikationen finde, die gegen eine Gewebespende sprechen würden. Und wenn ich dergleichen nicht finde und ich den Verstorbenen als potenziellen Spender identifiziere, werde ich mir im Anschluss daraufhin die Akte auf Station anschauen. Sowohl Informationen zur Todesursache als auch Vorerkrankungen sind hierbei entscheidend. Wenn aus medizinischer Sicht nichts gegen eine Spende spricht, kontaktiert Romy die Angehörigen. Bei diesem Gespräch erkundige ich mich nach dem Willen des Verstorbenen, ob dieser bekannt ist für eine Augenhornhautspende zum Beispiel, und kläre die Angehörigen auf, dass dies möglich ist, in der Klinik eine solche Spende durchzuführen. Ja, guten Tag, Frau Müller. Mein Name ist Romy Richter. Ich rufe an von der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation. Das Thema der Gewebespende ist in der Gesellschaft noch relativ unbekannt. Kaum jemand weiß eigentlich, dass es die Gewebespende gibt und was das genau ist, im Gegensatz zur Organspende. Und auch die Bereitschaft, darüber auch in der Familie zu reden, was man möchte nach dem Tod, ob man spenden möchte, ist, denke ich, auch etwas gering oder es ist einfach nicht so im Fokus. Sind alle Fragen beantwortet, lässt Romy den Angehörigen Bedenkzeit. Nach einer positiven Rückmeldung und einem abschließenden Arztgespräch prüft die Vermittlungsstelle die Kapazitäten in den Gewebebanken im Netzwerk, welche bundesweit verteilt sind. Denn im Unterschied zu Organen werden Gewebe nicht direkt transplantiert. Die DGFG ist das größte Netzwerk, das die Gewebespende, Aufbereitung und Transplantation in Deutschland fördert. Hauptsitz der gemeinnützigen Gesellschaft ist Hannover. Dort sitzt auch die Vermittlungsstelle, der Knotenpunkt, bei dem die Fäden von Entnahmekliniken, Gewebebanken und Transplantationszentren zusammenlaufen. Wenn der Verstorbene sich noch in der MHH befindet und noch nicht vom Bestatter überführt wurde, wird die Entnahme in der Pathologie durchgeführt. Dabei werden die Augen entnommen und durch Glasprothesen ersetzt. Das ist ein kleiner Eingriff, der dauert ungefähr 20 Minuten und danach werden auch die Augen wieder verschlossen und am Aussehen des Verstorbenen wird nichts geändert. Bis zu 72 Stunden nach dem Versterben kann dies durchgeführt werden. Neben Augenhornhäuten können unter anderem auch Herzklappen, Gefäße und Knochen gespendet werden. Im Gegensatz zur Organspende ist hier kein Hirntod erforderlich. Nach der Entnahme wird die Spende in der Gewebebank prozessiert, also aufbereitet. Dabei wird die Hornhaut vom Augapfel präpariert und unter einem Mikroskop untersucht. Die stark vergrößerte Aufnahme gibt Aufschluss über die Klarheit der Hornhaut, ein wichtiges Gütekriterium. Nach der Prozessierung wird die Augenhornhaut in einem Kulturmedium mit Nährstoffen versorgt und in einen Brutschrank gelagert. So kann die Spende maximal 34 Tage lang bis zur Transplantation aufbewahrt werden. Im letzten Jahr konnte die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation bundesweit über 4.700 Spenden erfolgreich vermitteln. Jedoch warten noch immer rund 3.000 Menschen auf ein Augenhorntransplantat. Wir wünschen uns natürlich durch Gewebespenden, dass wir noch mehr Patienten mit Gewebetransplantaten versorgen können und denen dadurch eine bessere Lebensqualität bieten können. Und je mehr Leute eben spenden und das
schon zu Lebzeiten vielleicht den Angehörigen sagen und die Angehörigen auch wissen, dass die Patienten oder dass ihre Angehörigen eine Spende wünschen, dass es den Angehörigen dann auch leichter fällt, einer Spende zuzustimmen. Und wir alle können mit einem Kreuz auf dem Organspendeausweis dazu beitragen, das Leben anderer lebenswerter zu machen oder gar zu retten. Die globale Erwärmung ist ein Thema, das immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Der Klimastreik von letzter Woche in Hannover mit mehr als 30.000 Teilnehmern ist der handfeste Beweis. Die weltweite Bewegung Fridays for Future, deren VertreterInnen in Hannover auf dem Opernplatz ein Aktionscamp veranstalten, sind davon überzeugt, dass der Klimawandel mehr als nur besorgniserregend ist. Hosaina Josef hat mit Hannoveranerinnen und Hannoveranern über die Klimaproteste gesprochen. Die Woche des Aktionscamps von Fridays for Future nähert sich dem Ende. Wir haben Menschen aus Hannover auf dem Opernplatz befragt. Was halten Sie von diesem Einsatz für politisches Umdenken? Jung und alt stimmen überein. Ja, ich bin Vater von 4 Kindern und diese Unbewusstheit der Menschen macht mich traurig und auch wütend, genau wie Greta Thunberg. Ich finde es unglaublich. Für mich ist auch gerade wichtig, dass man als Mensch, als Bürger von Deutschland auf jeden Fall angehört wird und respektiert wird. Und wenn man dann, sage ich mal, wie bei der Artikel 13 Demo in Berlin mit 20.000, 30.000 Leuten, oder da waren hier glaube ich sogar 100.000, da muss man doch auf jeden Fall schon wissen, okay, hey, da muss etwas geändert werden. Also das Klima ist echt wichtig und wenn wir so weitermachen, dann wird es eines Tages dann echt schrecklich für uns. Da brennen Ölquellen und ähnliches, da wird Leben zerstört. Das schädigt auch das Klima. Aber wir sagen auch das Geld, was für Rüstung ausgegeben wird, wo mit ganz klugen Wissenschaftlern hochkomplizierte technische Geräte geschaffen werden. Dieses ganze Geld könnte man anders, viel sinnvoller verbrauchen. Und insofern sagen wir, das fehlt für den Klimaschutz. Ich finde das echt doof von den Menschen, dass sie überall Müll hinwerfen, respektlos, alles vollmüllen, auch die Meere. Dass denen das voll egal ist, dass sie alles reinwerfen. Bei der Fridays for Future Demo sind ja auch Massen an Demonstranten auf den Straßen gewesen. Ich gehe immer zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad und vermeide es halt immer mit dem Auto zu fahren oder halt auch wenn, dann halt mit mehreren Menschen zusammen und nicht, dass man zum Beispiel, wenn man Familientreffen hat, dann so in einzelnen Autos zusammen dorthin fährt, sondern alle zusammen. Und halt auch Müll trennen ist auch sehr wichtig. Wie sich die derzeitige Situation um die Klimakrise noch entwickeln wird, weiß niemand genau. Dass sich jedoch dringend etwas ändern muss, darüber sind sich zumindest die Befragten auf dem Opernplatz einig. Und zum Schluss geht es noch um eine Infoveranstaltung. Das Freiwilligenzentrum Hannover sucht neue Freiwillige für das Projekt Sprachzauber. 41 SprachpartInnen gibt es mittlerweile in Hannover und es sollen mehr werden. Sie unterstützen Kinder in Kitas bei der Sprachentwicklung, beim Geschichtenerzählen, Vorlesen oder Basteln. Falls Sie Interesse an dem Projekt haben, gibt es am 2. Oktober um 11 Uhr im Freiwilligenzentrum in der Karmerstraße eine Infoveranstaltung für alle zukünftigen SprachpartInnen. Und das war's schon wieder mit 0511. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.